Nächster Redner, schon am Rednerpult, Bernhard Temesl, FPÖ. Frau Kollegin Nachbauer, Sie wissen aber schon, dass Sie in der Zwischenzeit einer Regierungspartei angehören und damit indirekt eigentlich mitverantwortlich sind für diesen Scherbenhaufen, den Sie hier hinterlassen haben. Also darüber müssen Sie sich schon im Klaren sein. Die Frau Kollegin Jank hat gemeint, es braucht Vertrauen. Wissen Sie, wenn diese Bundesregierung seit gestern im Amt wäre, dann könnte man mit mir darüber diskutieren, dass es einen Vertrauensvorschuss gibt. Aber es ist diese Bundesregierung, seit fast 9 Jahren haben wir eine rot-schwarze Bundesregierung. Genauso lange bin ich jetzt in diesem Hohen Haus. Und in diesen letzten 9 Jahren haben Sie an Lösungskompetenzen nichts vorzuweisen. Und dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Oppositionsparteien kein Vertrauen mehr haben in ihre Versprechungen und schon gar nicht die Bevölkerung. Sie merken es ja auch an den Wahlresultaten der letzten Wahlen. Ja, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen auch, warum Sie kein Vertrauen mehr haben. Weil eigentlich alles, was Sie angesprochen haben und in den letzten Jahren angepackt haben, nicht zu dem geführt haben, was Sie der Bevölkerung versprochen haben. Die Frau Staatssekretärin Stessler hat angesprochen die Steuerreform 209. Die Steuerreform 209 hat sich herausgestellt als absolutes Belastungspaket. Das war von Steuerreformen nichts mehr zu sehen. Das heißt, Unternehmen wurden belastet, dem einzelnen Mitarbeiter und Arbeiter ist überhaupt nicht mehr übrig geblieben. Das zum Ersten. Wir haben in der Zwischenzeit keinen Energiemarkt mehr, keine funktionieren mehr am Markt, monopolistische Verhältnisse. Das sagt die E-Control seit Jahren. Man tut nichts. Dann geht es weiter. Bei der aktuellen Flüchtlingskrise. Jeder mittelgroße Flughafen auf der ganzen Welt schafft es, tagtäglich Tausende von Leuten nicht nur die Pässe zu kontrollieren, sondern sie schaffen es auch noch, sie einzeln durch einen Personenscanner zu schicken. Wir schaffen es an der Grenze nicht, mit Einsatz von 1500 Soldaten, mit über 200 Polizisten. Das heißt, wir leben in der Zwischenzeit in einem unsicheren Land und das merkt auch die Bevölkerung. Dann geht es weiter mit der Gewerbeordnung. Frau Staatssekretärin, Sie haben erwähnt, aufgrund Vorwurf Gewerbeordnung wird nicht überarbeitet, dass 4 Novellen in den letzten Jahren von dieser Regierung beschlossen worden sind. Ich sage Ihnen welche. Die erste Novelle war, dass man insgesamt 14 dezentrale Gewerberegister auf ein bundeseinheitliches Gewerberegister zusammengeführt hat. Das ist in Ordnung, haben wir auch mitgetragen. Die anderen 3 Novellen, die Sie angesprochen haben, waren geringfügige Anpassungen, damit sie EU-konform wären. Eine davon war zum Beispiel die berühmte Rauchfangkehrerregelung, wo man nicht nur mehr das gebundene Gewerbe hat, sondern in der Zwischenzeit auch das freie Gewerbe, mit dem Resultat, dass sich jetzt der Konsument überhaupt nicht mehr auskennt. So viel zu der Gewerbeordnung, die Sie behaupten, aufgrund von 4 Novellen hat man hier unheimlich viel getan. Man hat gar nichts getan. Und jetzt komme ich zur Steuerreform, die ab 01.01.2016 in Kraft tritt. Das ist in Ordnung, soweit in Ordnung, weil wir immer schon seit Jahren, wir Freiheitlichen, fordern, dass der Eingangssteuersatz endlich heruntergesetzt wird. Das ist das Positive. Aber was Sie an Gegenfinanzierungsmaßnahmen hier auf den Tisch legen, und das wird dann die Bevölkerung und auch speziell die Gewerbetreibende merken, die Vielzahl an neuen Belastungen hat Ihnen so ziemlich alle wahrheitsgetreu und in Summe fast zur Gänze aufgezeigt, der Herr Kollege Schellhorn und auch der Herr Kollege Wurm. Was dort an Belastungen zukommt. Interessanterweise genau auf die Betriebe, die nicht auswandern können, die auch den Betrieb nicht ins Ausland verlegen können, speziell Tourismus, Gastronomie findet hier statt, sind großteils Familienbetriebe. Die werden extrem belastet. Von den berühmten Tausenden, den der Herr Böginger heute wieder angesprochen haben, wird nicht mehr viel übrig bleiben. Ich erinnere mich übrigens an den Tausender, da kommt mir der Name Ederer in den Sinn. Wir haben den Ederer Tausender ja auch versprochen bekommen im Zuge des EU-Beitritts, aber es waren Tausender, aber auf den warten wir ja heute noch. Und Herr Kollege Böginger, was Sie nicht dazu sagen, ist, dass im Zuge dieser Steuerreform natürlich der Normalbürger in Zukunft Personenversicherungen, also sprich Prämien für die Unfallversicherung, für die Krankenversicherung, für die Lebensversicherung, steuerlich nicht mehr absetzen kann. Alle Personenversicherungsverträge, die ab dem 01.01.2016 abgeschlossen werden, sind nicht mehr steuerabzugsfähig. Sie geht erst in Kraft mit 01.01.2016. Das heißt, von den 1.000 Euro, die Sie der Bevölkerung versprechen, haben Sie Ihnen 500 Euro schon wieder weggenommen. Gratuliere.
Die Versprechen der Regierung haben sich nicht bewahrheitet, und zwar in jedem Punkt. Das sei auch der Grund, dass die Bevölkerung das Vertrauen verloren habe, stellt Bernhard Temsl von der FPÖ fest.